Die Versorgung von Flüchtlingen ist natürlich in einem Stadtstaat, der relativ wenig Platz hat, eine ziemliche Herausforderung. Man kann nicht irgendwo auf die freie Wiese unbegrenzt viele kleine Häuschen bauen. Das vorweg. Unter diesen Voraussetzungen klappt die Versorgung im Moment einigermaßen. Es werden allerdings viele Versäumnisse der Vergangenheit deutlich. Also es fehlt an Wohnungen, es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Und es fehlt leider zunehmend auch an der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in ihrer direkten Nachbarschaft, Flüchtlingsunterkünfte zu akzeptieren. Bei der hohen Zahl der Flüchtlinge, die im Moment kommen, ist es so, dass größere Unterkünfte und Großsiedlungen, wie sie genannt werden, ein notwendiges Übel sind. Und ich finde Großsiedlungen mit einzelnen Wohnungen immer noch eine sehr viel bessere Art der Unterbringung als ausrangierte Baumärkte, wo mehrere hundert Menschen nur durch Laken voneinander getrennt und ohne Privatsphäre dann unterkommen müssen. Also es gibt deutliche Mängel, die aber nur zum Teil in den Aktionen oder im Handeln des Senats begründet sind. Teilweise ist es einfach schwierig, so viele Menschen hier in einem Stadtstaat gut unterzubringen.